Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Stigian. Das letzte Mal, was hatten wir denn beim letzten Mal? Ich bin fast tot. Genau, beim letzten Mal hatten wir, glaube ich, diesen Kampf gegen diesen Mafia-Schläger-Typen, wo dann immer mehr und mehr kam. Der scheint recht knapp gewesen zu sein. Ich erinnere mich nicht mal ganz genau. Das ist die Dame von den Typen, den wir in der Traumwelt, in dieser Traumwelt, sowas ähnliches getroffen hatten, glaube ich. Genau. Aha. Du triffst auf Sonja, die Marino ein Bild zeigt und mit verzweifelter Stimme fragt, ob er einen Mann namens Radolf Carter gesehen hat. Ich hatte nicht vor, sie zu belauschen, Miss, aber ich glaube, ich habe den Mann gesehen, den sie suchen. Versuchen mit halbem Auge einen Blick auf das Bild zu erhaschen, das die Frau zeigt. Das schaffe ich. Easy Game. Ich muss erstmal mit dem Lesen wieder reinkommen. Jetzt ein paar Tage Pause gehabt. Der schneidige, aber ansonsten schmallippige und blasse Gentleman auf dem Bild ist definitiv der Mann, den du in deinen Träumen gesehen hast. Ich hatte nicht vor, zu entschuldigen Sie, Miss, aber ich habe diesen Radolf Carter getroffen. Möglich, dass es mir nur eingebildet habe, aber ich habe tatsächlich Ihren Ehemann getroffen. Yes. Wirklich? Oh, bitte erzählen Sie mir. Ein impertinenter Marino schneidet ihr das Wort ab. Ein Imperimenter. Impertinenter. Schwieriges Wort. Eine Signora mit hohen Ansprüchen, so wie sie es sind, sollte einem solchen Taugenichts, der sich kaum meine Dienste leisten kann, keine Beachtung schenken. Mein Besserwisser hier wird ihn sicher nur ans Portemonnaie, schreibt man das so? Oder ist das auch wieder Italiano? Das ist alles. Mann, was ist hier gerade los? Es ist unhöflich, eine Dame zu unterbrechen, Marino. Also, Miss. Dich ignorierend unterbricht Marino sie schon wieder. Also, verzeihen Sie, Signora. Lassen Sie mich Ihnen unseren feinsten Tropfen anbieten. Er gießt Whisky aus einer Flasche ein. Sein Gesicht kommt mir tatsächlich sehr bekannt vor. Lassen Sie mich das Bild noch einmal sehen. Während ihr Glas füllt, wirft ihr Marino einen fiesen Blick zu. Sonja sieht dich direkt an, als hing ihr Leben von dem ab, was du ihr gleich sagen wirst. Haben Sie meine Randolph wirklich gesehen? Ich habe ihn in einem meiner Träume gesehen. Das habe ich tatsächlich, Miss, und zwar auf einem eigentümlichen Weise, die man sich vorstellen kann, okay? Sie blickt erstaunt, aber interessiert. Wenn ich Ihnen glauben soll, Sir, müssen Sie mir einige Details über ihn verraten. Er hat blondes Haar und er trug eine Brille und eine gestreifte Weste mit passender Hose. Er hatte ein breites Kinn und dünne Lippen, trug ein Seidenjackett mit einer Weste und einer grünen Fliege. Er hatte ein schmales Gesicht, ein blaue Augen. Der trug eine Tweedjacke. Oh Gott, wer weiß ich das noch wissen? Ich meine, es war das zweite. Überrascht. Aber ja, sehr treffend. Das trug er zu besonderen Anlässen, wie bei jener Journalistenkonferenz, auf der wir uns trafen. Wie merkwürdig, kannten Sie ihn bereits vorher? Ich habe den Mann noch nie im Leben gesehen, bevor er in meinem Traum auftauchte. Nein, Madame. Ich glaube, das mit dem Traum werde ich nicht erzählen erstmal. Sonst wird er unterbrechen und sagen, du bist eigentlich komplett bescheuert. Nein, Madame. Obwohl ich eine vage Verbundenheit mit ihm spüre. Eigentlich nicht, aber der abstrakte Realismus der Vision macht einen anderen Eindruck. Besorgt. Was hat er gemacht? Wohin war er unterwegs? Hat er ihnen irgendwas außer seinen Namen gesagt? Er war gerade dabei, ein altes verlassenes Haus irgendwo in Arkham zu betreten. Er erzählte mir, dass er
Inspiration suchte, was auch immer das bedeutet. Er sucht etwas davon, dass er noch einen langen Weg lange Weg zur Ewigkeit vor sich hat. Mann! Sie sitzt und ihre Augen füllen sich mit Tränen, so wie er es in seinem letzten Brief schrieb. Oh, er ist hier, da muss er am Leben sein. Wie hat er mit ihnen kommuniziert? Und warum mit ihnen und nicht mit mir? Das ist auch für mich ein Rätsel, Miss Carter. Schließlich rollt eine einzelne Freudenträne ihre Wange hinab. Ich bin Sonja Hargreaves Carter. Danke, dass Sie mir das mitgeteilt haben, Mister. Mein Name ist Mr. Toffle. Es freut mich, Sie kennenzulernen. Mein Name ist Toffle. So viel zumindest muss ich für mich behalten. Ich bin mir sicher, Sie werden das verstehen. Können Sie mir denn helfen, ihn zu finden? Es muss einen Grund geben, warum Rodolf Sie getroffen hat. Wenn ich Ihnen folge, sind Sie dann so freundlich, mich zu diesem Haus zu führen? Natürlich, Sonja. Es würde mich freuen, Ihre Beihilfe sein zu können. Ich kann nicht, Miss Carter. Ich habe andere Prioritäten. Natürlich. Überrascht. Vielleicht habe ich da ein neues Teammitglied. Oh, vielen Dank. Aber ich möchte Sie nicht von Ihren Verpflichtungen abhalten, worum es sich dabei auch handeln möge. Sie sind sicher, dass ich Ihnen nicht zur Last falle? Keineswegs, Sonja. Das ist sehr höflich von Ihnen. In dieser Welt gibt es sonst nur noch wenig Gutes, Güte. Sollen wir? Nice. Was kann die? Ist die cool? Kann die irgendwas? Wo kam ich immer zum Charakter runter? Sportlichkeit, Schusswaffen. Oh, die ist ja nicht sehr talentiert. Horrorautor. Gewährt einen kleinen Schutz gegen übernatürliche Effekte. Mysteriöses Ausweichen. Körperliche Verteidigung. Kunstschuss. Sonja feuert einen Kunstschuss auf ihre Gegner ab, wodurch sie diese Reaktion verringert. Hm? Dodgen. Ach, hier kann ich auch noch reinschicken. Dann. Ja, das geht nicht höher als 3. Ah doch, du kannst nur immer einmal nur. Kostenloses Ausweichen. Easy, sehr gut. Dann ich wäre smart, einmal schlafen zu gehen. Was in dieser Stadt ziemlich selten ist, ganz besonders diese Tage. Ich kann sehen, wie sie immer wieder in diese Richtung schauen. Sir, vielleicht sollten wir daraus eine echte Unterhaltung machen. Darf ich Ihnen ein Getränk ausgeben? Die Freude ist ganz meinerseits sicher. Ich trinke nicht, aber gegen Gesellschaft habe ich keine Einwände. Ihre Entscheidung. Ich ziehe es vor, ein bisschen angetrunken zu sein. Vor den Drehs habe ich gern etwas. Achso, die Schauspielerin. Habe ich gern etwas getrunken. Um meine Nerven zu beruhigen. Natürlich nie zu viel. Heutzutage müssen meine Nerven offenbar ständig beruhigt werden. Dürfte ich Ihren Namen erfahren? Ich heiße Carla Bell. Wenn die Dinge in meinem Leben nur diesen eine Mal glatt gelaufen wären, würde ich meinen Namen wahrscheinlich kennen. Ich war Schauspielerin. Würden Sie schon mal von dem Film Hohle Herzen gehört? Ja, den habe ich gesehen. Oh, keine unnötige Höflichkeit. Er wurde nie gezeigt, außer den Kritikern. Ich erinnere mich daran, wie einer von ihnen, Bill Hans, nach der Presseverführung zu mir kam und meinte, du hast das gewisse Etwas, Carla. Du hast echt das Zeug zum Star. Ich brauche eigentlich nicht zu erwähnen, dass er besoffen und rallig wie ein brünstiger Pavian war. Egal, ich hatte Zeit, darüber nachzudenken, was er zu mir sagte. Von wegen Zeug zum Star. Wissen Sie, ich habe ewig Zeit,
mir über diese Dinger den Kopf zu zerbrechen. Sie trinkt von ihrem Whisky. Das Zeug zum Star. Warum sollte ich überhaupt das Zeug zu irgendwas haben wollen? Ich verstehe Ihren Punkt. Ich meine, ich wollte doch gerade deshalb Künstlerin werden, um diese reine materialistische Idee zu überwinden, aber muss sich halt irgendwie in ihrer... Ich meine, ihre Welt... Irgendwie in ihre... Ich meine, ihr Welt einfügen. Das verstehe ich nicht. Entweder man ist eine gute Ehefrau oder wenigstens gute Unterhaltung. Oh, du willst etwas Besseres als das? Dann sei eine gute sei ein gutes Investment. Mein ganzes Leben wollte ich auf die Titelseite der Magazine, auf die große Leinwand, all dieser Kram. Aber wissen Sie, manchmal komme ich nicht gegen den Gedanken an, dass das da sieht hinaus in die Düsternis, am Ende sogar die bessere Alternative sein könnte, denn von alleine hätte ich nie damit aufgehört, ganz an die Spitze zu wollen. Man kann so reich und berühmt sein, wie man will. Mit der Zeit wird jeder vergessen. Ja, stimmt. Das passt nämlich zu mir. Ich hatte als Kind nichts, so. Es war schön gewesen. Gesundheit. Es wäre schön gewesen, etwas zu erreichen, bevor man mich wieder vergisst. Was machen Sie in Arkham? Ach, wenn ich das nur wüsste. Für mich ist es ein Rätsel. Ich wartete in einem Hotel in L.A. auf die Premiere von Hohle Herzen. Schwerer Name. Als Bernie anrief. Er ist mein Manager. Bernie wollte, dass ich mich mit einem Metzen in Arkham treffe. Also machte ich mich schnurstracks zu diesem gottverlassenen Ort auf. Ich konnte es mir nicht leisten, so ein Angebot abzulehnen, wissen Sie. Als ich am Bahnhof ankam, war Barney nirgends zu sehen. Er hätte mich dort treffen sollen, aber er ist nie aufgetaucht. Was haben Sie als nächstes getan? Haben Sie Barney wiedergesehen? Nein, nie. Alles vor diesem schwarzen Tag ist jetzt verschwommen. Hat er mich an dem Tag wirklich angerufen oder war das ein Traum? Ist er je in Arkham angekommen? Was haben Sie als nächstes getan? Ich war so müde und durcheinander. Ich beschloss, hier in Arkham ein paar Tage auf Barney zu warten. Also habe ich mich auf den Weg zum Essex Hotel gemacht. Wer hätte auch ahnen können, dass es zu meinem neuen Zuhause für die Ewigkeit werden sollte. Sie können es sich also immer noch leisten, dort zu wohnen, obwohl Scheine jetzt ja überflüssig geworden sind. Sagen wir einfach, dass ich den richtigen Leuten begegnet bin. Wissen Sie, es ging nie wirklich um das Geld. Geld ist nur ein anderes Mittel, um Macht und Macht zu demonstrieren. Wer eine Kindheit wie die meine überstanden hat, der weiß das. Was war denn in Ihrer Kindheit? Oh, Sie sind jetzt ein Psychiater? Vergessen Sie es. Manche Leichen bleiben lieber im Keller. Ich verstehe, bis dann. So, du da. Ich brauche einen Drink. Ich will auf den Dachboden ausruhen. Natürlich, ich hoffe, bla. Hier, Ihre Bezahlung. Dann ist der Plan. Wir ruhen uns aus, gehen dann zu dem Mafia-Haus. Denn dort sollte ja der Houdini-Typ... kennenlernen. Ertüchtigen. Was heißt denn ertüchtigen? Schadenswiderstand. So. Bringt einem in manchen sicheren Gebieten Kippen ein. Oh. Leichtere Flucht nach vorn. Erhöhte Reaktion noch für die Gruppe. Kippen sind geil. Ah, dann geht aber das nicht mehr. Was kannst du denn? Wissenschaft. Schalte neue Baupläne frei. Kamera. Federn.
Schießpulver, allgemeine Wissenschaftsforschung. Nutze null Fassung. Bringt es jetzt nicht so viel. Aber kannst du so machen. Der kann nicht noch mehr. Glücksspielkippen sind nämlich vorteilhaft. Wobei medizinische Forschung auch. Achso, du hast da Punkte, die du benutzen kannst. Schalte neue. Warum kann ich medizinische Forschung nicht benutzen? Das ging doch gerade eben noch, oder nicht? Oh, vielleicht aber nicht. Vielleicht habe ich mich auch nur übersehen, ne? Namenloser Soldat. Immer das so. Dann ruhen wir uns mal aus. Stimmt, das kam ja auch noch. Das ist ja vom, als wir den Tee getrunken haben. Dieser Hintergrund, diese undefinierbaren, abstrakten Visionen ist von der verstörenden, unlogischen Manifestation dieser dennoch anziehenden Strukturen übersät. Alles, was du hier siehst, trägt einen Aspekt des Unmöglichen in sich. Auf meine Nase. Das wahnwitzige kopfförmige Konstrukt, das den Horizont über diese architektonische Unmöglichkeit emporragt, hebt mir einen scharfzüngigen Stimme zum Reden an, deren Ton und Lautstärke einen Donnergroll näher kommt als der Stimme eines Menschen. Wir wissen, warum sie hier sind. Erdmensch, sind denn Träume schließlich nicht der unverfälschte Spiegel unserer tiefsten Wünsche? Vergessen Sie dies nicht. Nicht wir halten Sie hier gefangen. Es sind Ihre Ängste und Begierden, die dies taten. Keine träumenden Menschen darf. Kein träumender Mensch darf Talarion verlassen, ohne sich diesen zu stellen. Finden Sie die Gründe heraus, deren Wegen Sie in diesen Garten der Eindrücke gefangen ist und die Entität für sich angenommen hat, die sie die träumenden Barons nennt. Auf das sie selbst sie erfahre. Sie müssen die drei Dinge festmachen, die sie am tiefsten berührt haben, in chronologischer Reihenfolge von Vergangenheit bis Zukunft. Garten der Eindrücke, wie soll ich an so private Informationen gelangen? Das Wesen sagt nichts. Wait, what? Ich weiß ja gar nichts über die Frau. Wer soll ich das denn herausfinden? Wir haben einen Baum. Eine Meerjungfrau-Statue-Dings. Ein komisches Baby aus einem Granatapfel. Könnte Gebärmutter sein. Eine Zeit. Herz. Ein Schiff. Das in der Mitte kann man nicht anklicken. Da oben ist auch noch was. Was ist das denn? In der Luft hängt jene Uhr, die von jedem Ort in Talion aus zu sehen ist. Woher du das weißt, das ist ein Traum. Und in Träumen weiß man Dinge, die man eigentlich nicht wissen sollte. Du bist einer der Gründe, warum sie zur träumenden Baronesse wurde. Die Statue spricht dich mit einem gierigen Stimme an, die von Ehrgeiz getragen wird. Ich bin das Verlangen, an Geld, Glück und Macht zu kommen.
Die Statue spricht dich mit einer sanften Stimme an, die weich wie Samt ist. Ich bin das Verlangen, auf ewig jung zu bleiben. Die Statue spricht dich mit einer sinnlichen Flüstern. Ich bin das Verlangen, Nachwuchs anzutragen und neue Generationen in mich zu haben. Die Statue spricht dich mit einer Stimme an, die von Weisheit gealtert, aber ansonsten voller Frucht ist. Ich bin die Sorge darüber, alles erlernen und erfahren zu verlieren. Erlernt und erfahren, nee, zu verlieren. Die Statue spricht mit einer trübseligen Stimme an, die in Sehnsucht ertrinkt. Ich bin das Verlangen nach Wahrheit der Liebe, nach wahrer Liebe zu suchen, auch wenn ich dabei mein Leben verschwende. Die Statue spricht mit einer Stimme voller Staunen und Eifer an. Ich bin das Verlangen, Neues zu entdecken und zu neuer Erfahrung aufzubrechen. Der Hintergrund dieser undefinierbaren, abstrakten Vision ist von der verstörenden, unlogischen Manifestation dieser dennoch anzusehenden Strukturen übersättigt. Alles, was du hier... Okay, das hatten wir schon. Die Uhr ist das Einzige, was wir richtig inspekten können, nicht wahr? Ich kann Sachen wissen, die ich sonst nicht weiß. Heißt das, ich habe was in meinem Tagebuch? Finde heraus auf der Schlitzer, gehe zum Hotel Essex, finde Keelan, gehe zum Gespensterhaus. Stanley Fredkin behauptet einen Ausweg, ja. Die Träume, finde die drei Eindrücke heraus, die die träumende Baronesse erschaffen haben. Ich habe den maskierten Diener einer Aristokratin namens die träumende Baronesse getroffen. Er hat mich gebeten, sie aus dieser Stadt namens Talion zu befreien, wo sie gefangen gehalten wird. Das einzige Problem war ist nur, dass die Stadt lediglich in Träumen existiert. Es gab mir ein Geld. Gelb Lotus-Tee. Mach meine Nase. Ein Gelb Lotus-Tee, damit ich in ihren Traum anschließen kann. Mich. Das Dämonenoberhaupt von Talion hat mir gesagt, dass niemand durch die Stadt darf, ohne sich selbst zu erkennen. Ohne sich selbst zu erkennen. Und dass die Baronesse ein Gefangener ihrer eigenen Leidenschaften und Ängste ist, wenn sie die drei Eigendrücke in chronologischer Reihenfolge bringen kann, die sie dazu brachten, die träumende Baronesse zu werden, könnte ich sie damit befreien. Klingt sehr strange. Hattest du mir nicht irgendwas mitgegeben? Genau, eine Schneekugel. Berühren. Was hast du gerade hingesehen? Wo hast du gerade hingesehen? Fragte die Frau, die eben noch herrschende Lust kühlt, die eben noch herrschende Lust kühlte sich zu einem ruhigen Zwischenspiel ab, wofür die Müdigkeit ihres Körpers verantwortlich war. Was hast du gerade hingesehen? Könnte eine Anspielung auf das Erkunden sein. Nichts, antwortete der junge Mann und löste seinen Blick von dem Fenster hinter der Schneeflocken hinter dem Schneeflocken sanft aus dem grauen Himmel herabschwebenden. Was ist denn das für ein Text? Nichts, antwortete der junge Mann und löste seinen Blick von dem Fenster hinter den Schneeflocken sanft aus dem grauen Himmel herabschwebten.
Die Frau wusste, wohin er geschaut hatte. Sein Blick hatte auf den hängenden Fleisch. Und hat auf dem hängenden Fleisch unter ihren Kinn geruht. What? Den unbeschreibbaren. Es sind ja super viele Schreibfehler drin. Unbestreitbaren Beweis dafür, dass das Alter nicht vor ihr Halt machte. Doch ganz gleich, wie viele Mühe und Geld sie auch in Körperpflege und Kleidung investierte, die Zeit kam ihr pflichtend ohne Unterschied oder Gnade nach. Wir haben Wohnen nach gerade hinsehen, ist vielleicht neue Abenteurer. Dann haben wir Jugend. Trotz Geld investieren könnte sein, aber ich glaube nicht. Der wilde Wunsch, dieses Schicksal umzukehren, stieg in ihr auf. Wäre nicht alles vollkommen, wenn für immer jung bleiben können. Wait, what? Warte mal. Hatte das zwei Seiten? Ach lol, das hat zwei Seiten. Nee, wait, wie viele Seiten? Lol, das hat ganz viele Seiten. Wait, wie sind das? Alte Frau? Komisch Ding, Bett. Ah lol, wait, what? Jetzt bin ich ganz confused. Jetzt bin ich ja richtig confused. Hä? Elegante Schneekugel. Wait. Das. Hä? Die hatte Sex mit dem. Oder? Das sind die Kinder in der Grotte. Jetzt bin ich confused. Die hat Sicht auf die Kinder aus ihrem Zimmer. Eine alte Frau. Ein Ehemann. Aussicht auf dem Wasser. Der Diener. Puh. Überdenke ich gerade irgendwas oder was ist hier los? Ich muss alle in eine Reihenfolge bringen vielleicht. Warte mal, berühren. Jetzt fängt's mit dem Bett an. Fate rules we sin. Won't everything be perfect if only we call him mein Young. Wir bleiben jung. Wir haben Sehnsucht nach Kindern. Ich klick die beiden erstmal an. Wir haben ewigen Wunsch nach Jung. Wait, das ist ja schon eine Reihenfolge, oder? Ewig jung zu bleiben. Oh. Fuck. Bin ich gerade komplett wahnsinnig? Das ist das für ewige Jugend. Nothing, the young man replied. Window, I called only snowflake gentilism. Aber das scheint ja falsch zu sein. Aber stand da nicht auch irgendwas von dreien? Nur drei von den... Warte mal, wo war das denn? Nicht hier, sondern Tagebuch. Der Mond hat ihn durch die Stadt darf, ohne sich selbst erkennen. Wenn ich die drei Eindrücke in chronologischer Reihenfolge
kann, die sie dazu brachten, die träumende Baroness zu werden. Ach so, okay, I get it, I get it, I get it. Das ist... Das könnte vielleicht nichts damit zu tun haben. Aha, okay. Die alte Frau schlief in ihrem Zimmer, wo das sonderbare Azurlicht alles bebend pulsieren ließ. Ihre Aufmerksamkeit und ihre Gedanken manifestierten sich nun in Reichen. In denen sie nicht körperlich zugegen war. Sie spürte, wie ihr Band zu Arkham langsam schwächer wurde. Das könnte was sein. Ein letztes Mal rief sie sich das Bild der Kinder im Tunnel vor ihr inneres Auge. Das klingt aber, als wäre das kurz das Letzte. Sie würde sich in ihren Träumen besuchen. Sie würde sie in ihren Träumen besuchen und ihre ängstlichen, hektischen, schlagenden Herzen beruhigen. Sie müsste ein Symbol finden, das dem, an dem man sich festhalten könnte. Etwas, das ihnen Kraft geben und sie beschützen würde. Sie stellt sich die Bögen der Brücke vor, unter der sie Zuflucht gefunden hatten. Und solch sogleich kam ihr ein Einfall. Die Gargoyle, Metallwasserspeier, würden die Brücke krönen. Sie hatte die Wächter gefunden, nach denen sie gesucht hatte. Das klingt, als wäre es das Letzte, bevor sie zur Baron geworden ist. Aber was soll das bedeuten? Was für ein Fokus ist das? Ist das ein Fokus auf Kinder? Weil sie Nachwuchs möchte und diesen beschützen möchte? Behalten wir mal im Hinterkopf. Ah, das ist sehr viel Text. Während des frostigen Abendspaziergangs vermutete sie zum ersten Mal, dass ihre liebe und teure Freundin Beatrice sich in irgendeiner grundlegenden Art und Weise geändert hatte und nun womöglich nicht mehr die Frau war, die sie kannte. Sie dachte an das Anrufungsritual, das sie in ihrer Jugend für die Herzogin von Lynchen durchgeführt hatte. Auch wenn die Jahre vorangeschritten waren, neckten die beiden Frauen einander doch wie zwei freche Jugendliche im Studentenwohnheim. Aber unsere zweifellose beste Idee war es, ihr Adieu, den Sohn des Herzogs von Wales, aufzudrücken. Ach, was für eine unverbesserliche Blutsaugerin er doch war, sagt die Frau und wendete sich an ihre alte Freundin. Doch Beatrice' Ausdruck zeigte nichts außer trübe Verwirrung, obwohl sie doch Augenblicke zuvor noch manisch gekichert hatte. Nun sah sie sie mit dem leeren Blick einer benommenen Taube um. Furcht. Die ebenso plötzliche wie durchdringend kam, beherrschte in jenen Augenblick den Geist der Frau. Sie erkannte mit einem Mal, dass ihre Freundin senil wurde. Dies allein war schon schrecklich genug, doch noch schlimmer war die Erkenntnis, wie zerbrechlich, wie fest verankert im vergänglichen Fleisch Wissen und Erinnerung waren. Diesen Umstand können sie schlicht nicht hinnehmen. Alles, was sie entdeckt hatte, alles, was sie an Wissen über die Welt erlangt hatte, es durfte nicht alles umsonst gewesen sein. Es muss doch einen Weg geben. Das ist die Angst, das Wissen zu verlieren. I get it. Das ist auf jeden Fall nicht dabei. Das heißt, wir haben die Kinder. Das heißt, Kinder sind vielleicht Nachwuchs. Das heißt, wir könnten hier in einer Reihe durchgehen. Das ist jetzt irgendwas mit... Wenn das so ist, wie ich es mir vorstelle, dann haben wir hier Jugend, Nachwuchs, dann ist das hier... Was wartest du denn für eine? Liebe zu suchen, auch wenn ich Leben für Leben verschwende. Das könnte damit hinhauen. Okay, dann ist das die Reihenfolge scheinbar. Die Frau sah zu, wie ihr zweiter Ehemann abrupt das Haus verließ. Die grünen...
Die grüne Wiese der Höflichkeit hatte er schon lange hinter sich gelassen, doch sie achtete ohnehin kaum noch auf ihn. Für sie war er kaum mehr als ein plumper Marionette, der ein Strummerpuppenspieler tanzen ließ. Wenigstens konnte sie grob vermuten und anstellen. Grobe Vermutung anstellen. Nachkommenschaft, Nachlass, Abstammung, Erbe. Auch wenn nun ungeheure Wut ob der unverbesserlichen Art dieses Mannes und die Implikation, sie sei irgendwie unvollständig, in ihr aufstieg, sollte sich als längere währendes Gefühl vor allem ehrlich. Was ist denn los? Sollte sich als länger währendes Gefühl vor allem Erleichterung bei ihr einstellen. Von ihrem Fenster aus beobachtete sie, wie der verbitterte Mann in seine Kutsche stieg. Fallender Schnee wurde die Straße von London bald zu decken und alles unter sich begraben. Das hat auch nichts damit zu tun. Jetzt haben wir die Abenteurerin. Die Frau war zu jener Zeit noch nicht sehr versiert in jeder Methode des Ausweichens, die sie in der Zukunft noch so oft einsetzen sollte, weswegen es ihr schwer fiel, ihren ersten Ehemann zu erdulden. Es gab nur eine Sache, die sie beide genossen, das Reisen um die Welt. Vom Balkon ihres Hotels aus überblickte die junge Frau die beängstigenden Höhenzüge der Alpen, die sich erhoben, um an den Wolken zu kratzen. Und doch kaum ein Steinwurf entfernt zu sein schien, als ob sie unter Schnee zu Schnee und Stein wundersame und schreckliche Geheimnisse verbergen würden. Diese Riesen erinnerten sie an die ausufernden Träume ihrer Kindheit, in denen sie zu Abenteurern in Ländern von wirklich fremden Schönern und Dimensionen und von stygischer Zeitlosigkeit aufgebrochen war. Das ist das Erste in ihrer Kindheit. Das heißt, wir haben 1, 2, 3. Ich lese jetzt das letzte trotzdem noch einmal kurz durch. Aus Interesse. Meine Treue, wenn ich meine Gefühle noch länger im Zaum halten muss, wird mir gewiss das Herz brechen. Verbannen Sie mich, wenn Sie mögen, oder bestrafen Sie mich, doch Sie sollten wissen, dass Sie zur einzigen Wahrheit meines Lebens geworden sind. Allein in Ihrer Gegenwart zu sein, ist mir an Liebe schon genug. Die Worte des Butlers rührten ihr Herz und riefen eine angenehme Antwort hervor, emotional ebenso wie körperlich, während sie in nachdenklichen Schritt durch den schneebedeckten Obsthain ging, hielt die Frau die Zunge im Zaun und grübelte. So sehr sie auch die Aufmerksamkeit und die Treue dieses Mann schätzte, war es doch nicht der einzige Mitspieler in ihren Liebesspielen. Doch dass er sich als außerordentliches Gefährte erwiesen würde, dessen war sie sich sicher. Oh. 1, 2, 3. Das hat sich nicht nach Träumen angehört. Das eigentlich auch nicht. Das hat sich aber auch nicht nach Geld angehört. Der Wunsch, die Schicksal anzuhören. Ewige Jugend könnte allerdings auch sein. Ein Wunsch auf Traum.
I give it a try. Das hat mit Jugend angefangen. Dann hat sie sich erhofft, ewig jung zu bleiben. Dann hat sie Kinder gehofft. Na? What? Was denn dann? What? Aber das war doch das hier, oder nicht? Wo ist es denn? Das ist das doch, oder nicht? Die... Ha. Huh. Alles, was sie an Wissen über die Welt erlangt hatte. Es dürfte nicht alles umsonst gewesen sein. Es muss doch ein Weg... Oh, ja. Das ist der letzte Wunsch, dass sie ihr Wissen nicht vergisst. Manteller Zustand. Wahnsinn. Ey, das war zu schnell. Jetzt konnte ich es gar nicht lesen. Ich hoffe, das kommt wieder. Wie die meisten Bewohner unserer kleinen Stadt hast du einen problematischen mentalen Zustand. Jeder mentale Zustand hat sowohl einen negativen als auch einen positiven Effekt. Okay, das ist ja crazy. Dir wird auffallen, dass deine Dialogoptionen manchmal von der Stimme, von den Stimmen des Wahnsinns bestimmt werden. Wahnsinn kann in Stygian nicht geheilt werden. Ui, ui, ui. Hat jetzt aber nicht viel HP gebracht. Als du erwachst, erkennst du, dass du dich nicht an viel aus diesem Fiebertraum erinnern kannst. Das Einzige, was du noch in deinem Geist aufspürst, sind die folgenden Worte, die dir wie Textzeilen aus einem vergessenen Lied erscheinen. Wie erreichst du je dein Ziel, wenn du nicht weißt, warum du aufgebrochen bist? Vielen Dank, Reisender. Bitteschön. Ich habe das Gefühl, dass ich von den Stats her sehr low bin. Was war das denn? Wo ist denn da? Wie kann ich das auffüllen? Wo ist denn der Doktor? Vielleicht besuche ich den Doktor am besten einmal. Hat die eigentlich eine Waffe? Das habe ich gar nicht nachgeschaut. Das wäre vielleicht vorteilhaft, bevor wir in einen Kampf gehen. Inventar. Die Troller, die hat keine Knarre. Die ist also komplett nutzlos. Aber ich kann ja mal... Hier ist doch eine. Nimm doch die. Und für den absoluten Notfall kriegst du dann noch ein Machete als Nahkampfwaffe. Und du... Wo ist der Doktor? War der hier oder war der ein weiter rechts? Ich meine, der war hier gewesen. Ist auch schon ein bisschen her. Oh. Hallo? Läufst du weiter? Achso, ja, das muss ich ja mit der Pfeiltaste machen. Aber vorher sage ich einmal vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch ein Like und ein Abo da und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.